Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Ich würde sagen, wir suchen jetzt hier mal ein Equipment Store. Nearest Store. It's west of here. Last time I checked. Okay. Östliches in diesem Weg Richtung. Wir gucken mal an, was die hier so im Angebot haben. Irgendwas müssen die ja auch hier an gutes Zeug verkaufen. Da haben wir mal einen. Gehen wir mal rein. So, ja. So. Gucken wir mal an, was der erstens an Waffen hat. Kanto, ein Schwarzbord. Ist. Keine Ahnung. Tante of Kampfresistenz. Ja. God Bow of Speed. Okay. Gucken wir uns mal hier an. Boots of Intelligence, okay. Iron Cruise of Willpower. Boots of Personality. Ground Shield of Jumping. Aber so richtig gute Zeug habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass der das hier hat. Muss irgendwas von mir repariert werden? Das hier zum Beispiel. Das? Okay, muss nichts repariert werden. Muss gar nichts repariert werden. Okay. Der muss auch nicht repariert werden. Und wir gehen wir mal raus. Und ich hätte mal Bock, mit euch außerhalb der Stadt mal wieder einen Dungeon zu suchen. Suchen wir uns mal hier einen Ausgang, der muss doch irgendwo hier sein. Ja, da unten. So, einfach hier jetzt erstmal geradeaus und dann nach rechts. Dann suchen wir mal uns einen Dungeon. Gucken, was, da kommen wir nicht durch. Mal gucken wir mal, wie gut wir uns dieses Mal schlagen. Und dann können wir mal schauen, ob wir hier auch wieder zurückkommen. Das sind die Koordinaten 64, 40. Das heißt, hier müssten wir auch bald den Weg wieder zurückfinden können. Da ist sogar schon direkt ein Anruf. Okay. So. Dann lass mal da hinten den Dungeon suchen. Da ist er schon. So. Sieht doch nach einem Dungeon aus, ne? Ich würde sagen, vorher aber speichern wir einmal ganz kurz. Und dann gehen wir mal rein. So. Hier sieht eher weniger nach einem Dungeon aus. Wohl, doch schon ein bisschen. Bisschen Gold und ein Broadsword können wir verkaufen. Gehen wir mal hier rein. Er hat auch Gold, Kite Shield.
sieht der ja eigentlich so aus, als. Oh, dann mal hier. Kann ich das überhaupt? Ah. Red Graves, okay. Gehen wir mal hier durch. Der hat auch nichts von uns zu fürchten, okay. Und ein Tanto haben wir gefunden. Mord steht drauf, okay. Das ist ein Mausoleum, ja. Ein Flail, was auch immer das ist. Digga. Digga, kann ich den nicht kaputt machen? Das hat aber ewig gedauert. Ein Dagger hat er. Wir gehen wieder zurück. Der hat uns richtig auseinandergenommen. Dahin war der Ausgang. Der hat uns ja richtig auseinandergenommen. Aber wir haben einiges mitgenommen. Ah, das war doch Sentinel hier. Genau, das war Sentinel. Wenn wir das hier wieder einstecken, gehen wir mal rein. Wieder in die Stadt. Moin. Das sieht nach einem Heiler aus. Wo ist denn der Eingang? Ich verstehe aber jetzt nicht, warum wir so stark einstecken. Aber warte, wir haben ordentlich an Gold gewonnen durch den Dungeon. Moin, du kannst mich bestimmt heilen, ne? 60 Gold will der dafür, Digga. Warte mal, der hat doch bestimmt irgendwas so. Less? Was heißt das? How much do you wish to donate, ne? Cure? We humbly beg your forgiveness for we cannot cure Max Deus, okay? Ich kann mich nicht heilen. Also, Krankheiten heilen, weil ich glaube, ich habe keine Krankheiten. So, dann Equipment Store suchen wir mal wieder. Weil wir haben ein bisschen was gefunden, was wir verkaufen können. Das war ein bisschen krass mit dem Skelett, dass der uns so auseinandergenommen hat. Bedeutet aber, wir müssen einiges leveln. Hallo, ich will mit dir reden. Wo ist Equipment Store? So. Nearest Store. That's a bit north of here. I'm sure of it. Okay. Müssen wir nach Norden gehen. Oh, das sieht nach einem Equipment Store aus. Ja, da ist das Schild. Gehen wir mal rein. Ja, das reicht mir schon, dass irgendein Equipment Store ist. Und wir verkaufen mal Blade Graves. Your Blade Graves is equipped to use. Okay, dann verkaufen wir mal das andere. Leo.
Hotel verkaufen. Und wir hatten noch irgendwas. Kite Shield? Ich glaube Kite Shield. Genau. Dagger brauchen wir nicht. Broadsword brauchen wir nicht. Und Anto. Warte mal. Das andere wollte ich mir nochmal angucken. Was ist denn dieses Flail oder was? Flall? Ah, das ist ein Flall. Wir bleiben hierbei. Ah, den kann. Okay, den müssen wir wieder. Okay. Können wir dem den Flell verkaufen? Flell. Gucken wir uns mal an, was hat der denn für Rüstung? Wir haben 675 Gold. Wie viel Buckler? Silberhelm und Lack. Steel Pauldron of Strength 1560. Aber ich bin eher so auf Nebenerzrüstung hier geil drauf, sag ich jetzt mal so. Ich würde sagen, aber wir gehen da. Würmer am Ruckeln. Gibt es hier nicht noch einen Ausgang? Ja, da oben. Da oben gibt es noch einen. Ich würde sagen, wir suchen uns mal trotzdem nochmal einen Dungeon, weil wir müssen ein bisschen aufleveln. Ist mir auch vollkommen egal, ob wir dann vielleicht nur ein, zwei Gegner vielleicht schaffen. Erstmal, für den Anfang. Hauptsache, wenn wir ein oder zwei killen, kriegen wir ein bisschen Erfahrungspunkte, können im Level aufsteigen. Da sieht es nach einem Dungeon aus, also nordwestlich. Machen wir den hier wieder. So, jetzt westlich. Nur noch westlich. Ah? Das ist doch kein Dungeon. Oder? Ist ein Dungeon? Das sieht doch nach einem Dungeon aus. Hm. Die haben wir gekillt, nice. Hm. Der andere hat auch nichts. Aber Hauptsache erstmal nochmal zwei Gegner. Gold? Buckler? Baklava? Gehen wir mal hier rein. Geheime Türen auch? Ne, aber wir stecken jetzt hier fest, okay. Boah, Digga. Jetzt die Gold Pieces und das hat er alles. Wir gehen zurück. Der hat mich wieder fast gekillt. Das ist der Ausgang. Raus. Boah, wäre schön gewesen,
Alter. Ne, wir müssen hier runter. Süden. Süden, Süden. Wäre schön gewesen, hätten wir jetzt noch wieder einen Erfahrungspunkt oder so bekommen. Wo ist denn der Eingang? Was? Wolf hast nachsehen. Boah, knall dich hier rein. Werden wir noch von einem Wolf attackiert? Hey, aber wieso haben wir keinen Erfahrungspunkt bekommen? Gold aber 738, immerhin. Batigu. 103 von 146, aber wo sehe ich, wie viel Dingens, wir bekommen haben. The next page. Spellbook. You are not a spellcaster. Okay. Aber woran erkenne ich, Experience 4910. 4910, aber wie viel, wo erkenne ich oder womit erkenne ich, wann wir hier einen Levelaufstieg kriegen? So, dann können wir hier nochmal heilen. Können wir hier nochmal heilen, hallo? So. Schrecke ich mich aber vor so einem Wolf, ey. So, 60 Gold, ja, okay. Hier, haben wir irgendwas? We humbly beg your forgiveness, for we cannot cure. Okay. Aber wir sind wieder geheilt, immerhin. Was sagt denn die Zeit? Wir haben 11:11 Uhr. Dann können wir mal wieder zu einem Händler gehen. Ja, Sentinel haben wir noch nicht so wirklich hier alles markiert, wo was ist. Bin ich gespannt, was das da ist. Dahin. Süden war das. Auf jeden Fall kompliziert hier durchzukommen, ey. Ja, hallo, hi. Ach so, ist eine Taverne. Oder? Bin ich über richtig? Ja, ist eine Taverne. Aber wir wollen zum Equipment Store. Wir wollen ein bisschen was handeln. Ich glaube, das ist dieses Gebäude hier schon. Hier ist eine Taverne. Aber erstmal. Okay, ich brauche jetzt einen Equipment Store. Hallo. Leute. Keine Taverne. Du sag mal, wo ist denn der nächste Store? Now I might be wrong, but I'd look west of here. Okay. Ich hoffe, hier drin ist irgendwo einer. Nee. Sieht nicht so aus. Wenn die sagen, das ist das nächste Store. Nee.
Ich hoffe, das hier ist das Grüne. Hier. Ah, ja. Haben wir. Haben wir gefunden. So. Lever brauchen wir nicht. Ja. Dann haben wir Lever Boots. Ja. Lever Kuras. Lever Gauntlets, die brauchen wir auch nicht. Genau, Rappler brauchen wir auch nicht. Aber auch schade, dass man so wenig Geld für die Dinger aufkriegt. Ja. Yeah. Saber, genau. Muss irgendwas repariert werden? Der braucht nicht. Okay. Gut. Tengold, okay. Three days? Ne, 10 Tage und kostet 3 Gold? Nein, Digga, nicht, ne. Ne, die Tage. Machen wir nicht. Gucken wir uns an, was der dann hier hat. Da können wir irgendwas uns schon leisten. Was von den guten Sachen gleich. Steel Pauldron of Levitation links. Kite Shield of Agility. Kite Shield of Strength. Hat er nichts. Echt schade. Wirklich, wirklich schade. Aber ich sag auch schon mal vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus, und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ciao.